Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, wir dürfen heute am Samstag vor dem siebten Sonntag in der Osterzeit einen Text betrachten, und in dem wir uns Gedanken machen, wann erhört eigentlich Gott die Bitten? Was ist Voraussetzung? Es gibt Voraussetzungen. Viele können beten, was sie wollen, und es kommt nicht oben an. Erstens, dort heißt es in Jesus Sirach, ein Herz voller Groll erhört Gott nicht. Da kannst du beten, was du willst, wenn du nicht in der Weise dem Bruder und deiner Schwester von Herzen vergibst und dich durchringst und immer wieder in diese Vergebung gehst, auch wenn es dir was kostet. Wenn du etwas von Groll, Wut und Zorn zurückhältst, dann erhört Gott keine Bitte. Ein Herz voller Groll und Wut und Zorn erhört Gott nicht. Auch nicht ein Mensch, der meint, so ein Nebenbei-Christentum oder so ein Sowohl-als-auch-Christentum, so ein bisschen eine Rosinenpickerei zu betreiben, das Schöne vom Glauben rauszuholen und dann zu meinen, Gott als Handlanger meiner Interessen zu verwenden, dass er, dass wenn ich etwas brauche, dass er schnell springen muss und meine Bitte erfüllen muss, macht Gott nicht mit. Weil er ist nicht dein Handlanger, dass er zu deinem Plan, den du hast, 5 Pfund Segen dazu gibst, sondern er will, dass du mit ihm eins bist. Das ist in dem Fall auch nicht gegeben. Genauso nicht der Herr, Herr sagt, kommt in das Himmelreich, sondern der den Willen des Vaters im Himmel tut, indem wir suchen, den Willen des Vaters, der nur in Christus zu erkennen ist. Viele können beten, Herr, Herr. Sogar jene, die gesagt haben, haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, haben wir nicht in deinem Namen Kranke geheilt, haben wir nicht in deinem Namen das Evangelium verkündet. Und der Herr sagt, hinweg mit euch, ich kenne euch nicht. Diese Bitten erhört er nicht, weil diese Liebe nicht da ist, ganz wie der Sohn ganz mit dem Vater eins ist und nur den Willen des Vaters tun will, weil er in sich von Ewigkeit erkennt, dass dieser Wille des Vaters gut ist, so tut er es bei uns genauso. Wir dürfen überprüfen, hier drinnen, im Evangelium, ist das, was Jesus uns geschenkt hat, und zwar was direkt vom Vater gekommen ist, gut. Dann überlege es dir und folge dem nach und nimm es an. Wenn du in dieser Einheit bist, dann können wir bitten, was wir wollen. Es gibt eine Stelle, die ganz wichtig ist, damit wir das verstehen. Nicht alle erhört er. Warum denn? Viele beten, aber sie machen oftmal die Hausaufgaben nicht, indem sie in einer Einheit mit Gott sind. Und da gibt es eine Stelle, die ganz wichtig ist, wo Gott uns regelrecht alles nachwirft, wenn wir nur in dieser Einheit sind. Die heißt dort im Evangelium, wer in mir bleibt, so wie der Sohn im Vater bleibt und alles tut, was der Vater will, alles sagt, was der Vater will, alles tut, was der Vater will, alles so tut, weil es gut ist, weil wir das Gute wollen und nicht unser eigenes Ding durchgehen. Und wie viele manchmal in der Kirche ihre eigene Kirche aufbauen wollen oder ihre Untergrundkirche aufbauen wollen oder liberale Ansichten haben, die überhaupt nichts mit der Kirche zu tun haben, der rechte Flügel, der dann überzogen ist, wo wieder alles niederkritisiert, was die Kirche an den Konzilien und sonst was hervorgebracht hat, auch wieder, nein, es gilt das zu tun, was in Schrift und Tradition, was im Katechismus steht, umzusetzen. Also wer in mir bleibt, Kraft der Taufe, Kraft der Firmung,
ganz in Gott bleibt, das ist das Erste. Und wenn meine Worte in euch bleiben. Und jetzt geht es ja weiter, dann bittet um was ihr wollt, dann werdet es erhalten. Merkt ihr, das ist das Entscheidende, wenn wir bitten, dass wir erhört werden, ist, dass wir diese Hausaufgabe nachmachen. Wer in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann bietet um was ihr wollt. Ihr werdet es erhalten. Ja, können wir um einen Ferrari bitten, einen Lamborghini oder ein Bungalow irgendwo oder sonst irgendwas, dass wir die Mächtigsten sind oder sonst irgendwas? Wird das ein Christ erbitten, der so in Christus ist? Eben nicht. Er wird nur das erbitten, was der Wille des Vaters ist. Und was ist der Wille des Vaters? Reichtum? Wo er sagt, hier geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, bevor ein Reicher in das Reich Gottes kommt. Nein, du wirst das erbitten, dass jeder gerettet wird da draußen. Wie auch du den Glauben im Herzen tragen darfst durch ein Geschenk. Das erbittest du und nicht mehr. Und wenn du dich in allem um dieses Reich kümmerst, dass es zu den Herzen unserer Brüder und Schwestern kommt, dann kriegst du auch noch das nachgeworfen, was du brauchst für dein Leben hier auf der Erde. Dann tust du nicht irgendwas suchen und raffst zusammen den Reichtum dieser Welt. Und wem gehört es dann? Nein, sammelt euch Schätze, dass wir, sucht in allem das Reich Gottes. Und alles andere wird euch nachgeworfen, weil das Wichtigste ist, wie es bei Jesus war, dass dieses Reich aufgerichtet wird und dieses Reich in die Welt kommt. Das ist das Allerwichtigste. Wo gibt es Menschen, wo gibt es Christen, die nur das im Herzen tragen, die nicht ein Spleen im Herzen tragen und letztlich noch die Hälfte ihrer Bitten eigener Egoismus sind, eigener Vorteilen, alles, was man sich nur vorstellen kann? Nein, wir müssen wirklich schauen, dass wir so in Gott sind. Wer in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dieser Mensch ist in der heiligmachenden Gnade, in der Gotteskindschaft. Der kennt Gott. Der weiß, wer er ist, der kennt den Katechismus, der kennt die Heilige Schrift, der kennt die Lehre der Kirche, der kennt alles, weil er im Wort Gottes zu Hause ist. Das ist sein Betriebssystem. Er kennt es besser wie das Betriebssystem seines Computers oder seines Handys oder sonst irgendwas. Dort kennen sie sich aus und surfen rum und wissen genau Bescheid. Sie sind eins fast mit der Maschine. Sind wir eins mit dem Wort Gottes? Den erhört Gott. Genauso wie die Kiste beim Handy, wenn du auf die richtigen Knöpfe drückst, genau das tust, was du willst. Genauso beim Computer oder beim Fernsehen. Da kennt man sich besser aus wie im Wort Gottes. Wenn du da aber im Wort Gottes auf die richtigen Knöpfe drückst, weil der Vater will, wie es hier im Evangelium heißt, Amen, Amen, ich sage euch, was ihr vom Vater erbitten werdet, das wird er euch in meinem Namen geben, wenn wir in dieser Einheit sind. Und deswegen werden so wenige Bitten erfüllt, weil so wenige in dieser Einheit mit Christus sind, mit dem Vater sind. Sonst wird ein Frühling hier in der Kirche entstehen, in der Gesellschaft und überall, das könnten wir uns gar nicht vorstellen. Der Vater wird uns alles nachwerfen und noch den richtigen Regen geben zur richtigen Zeit. Und die Pflanzen, nichts mit Überbevölkerung. Weil die neuesten Studien, wenn die ganz Großen die Bevölkerung der Erde dezimieren wollen, Umfragen haben begeben, dass die Welt sogar 32 Milliarden Menschen ertragen würde oder verkraften würde, dass jeder ernährt werden könnte, wenn man es gut verteilt. Nichts mit Überbevölkerung ist eine totale Lüge, dass sie töten können, Abtreibungen vorantreiben und letztlich die Kirche zerstören können. Nichts von dem. Das sind Opfer nicht für Gott, sondern für den da unten, der nur letztlich das Leben nicht will und das Leben zerstören will, weil jede Abtreibung ein Schlag gegen das Reich Gottes ist und dass die da unten wieder mehr das Reich Gottes hier zerstören können. Umgekehrt muss es sein, wir müssen das Leben lieben und Gott würde uns versorgen, wie sehr würde uns versorgen mit all dem, was wir brauchen.
wenn wir nur beten würden und in rechter Weise in dieser Verbindung mit Gott sind. Bis jetzt habt ihr noch nichts in meinem Namen erbeten. Bietet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude vollkommen ist. Das ist es. Also, dann bietet um was ihr wollt, ihr werdet es erhalten. Denn der Vater wird dadurch verherrlicht, dass er reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet. Das ist doch etwas, in dem wir ernst machen dürfen, in dem wir uns die ganze Hingabe unserem Gott zeigen dürfen, dass das Reich Gottes anbricht. Nehmen wir diese Texte sehr ins Herzen auf und bitten letztlich, was es das Zeug hält. Ein Kind Gottes kann er bitten, was es will. Und wir werden nie falsch bitten, weil wir vom Ego-Trip wegkommen. Wir denken nur an die anderen. Wir denken nur an Gott, dass sein Reich aufgeht. Wir denken nur, dass alle im Glauben sind, dass alle die Erkenntnis der Wahrheit besitzen. Wir denken nur daran, dass Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist geehrt wird. Wir denken nicht mehr an uns selbst, sondern an ihn. Wir suchen in allem nur ihn. Das ist die wahre Gesinnung. Da wird der Vater alles erhören, was wir bitten. Und das ist ein Bitten, wie es ihm gefällt. Und die letzte Gabe, die wir letztlich erbitten dürfen, ist der Heilige Geist, jetzt auf Pfingsten zu. Die Gabe schlechthin, die Liebe Gottes, die in unsere Herzen eingegossen ist, durch den Heiligen Geist. Amen.